Hallöchen, wir sind zurück auf Berg. Ich habe heute natürlich schon mal unsere Ressourcen eingesammelt. Darum müssen wir uns jetzt natürlich nicht kümmern. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir natürlich erstmal damit anfangen, unsere Drachen hier weiter aufzuleveln. Das werden wir natürlich erstmal tun. Dann haben wir das auch erstmal erledigt. Gucken natürlich hier auf der gesamten Insel, ob wir hier den ein oder anderen Drachen noch haben, den wir aufleveln können. Also hier der Champion Windknirscher, den haben wir jetzt auf Level Nummer 83. Hier unten habt ihr natürlich auch gesehen, dass ich hier den einen oder anderen gelevelt habe. Kotz und Wirks Partner, dann war glaube ich hier unsere Mutter der Feuerwürmer mit dabei. Hier haben wir auch noch unseren greifenden Gründling auf Level Nummer 66. Also wie gesagt, ein bisschen was haben wir wieder mal gepimpt. Wir gucken natürlich hier drüben auch noch, ob hier ein bisschen was am Start ist, was wir natürlich aufleveln können. Auf jeden Fall hatten wir auch noch ein paar Kollegen hier im Titan-Training. Checken natürlich vorher nochmal unsere Reisedrachen, gucken da natürlich nach, was gibt es da für uns. Gut, okay. Das sammeln wir ein, drehen hier am Rad. Ich hoffe natürlich, dass es Material gibt. Das wäre natürlich cool, weil ich glaube, da waren 562 Mille Holz am Start, wenn mich nicht alle täuscht. Aber gut, okay, 84 Rohbernsteine, die nehmen wir natürlich erstmal wieder mit, schicken den Kollegen. Aber erstmal können wir mal gucken, den könnten wir natürlich auch nochmal leveln für 98 Mille Fisch. Das wäre ohne Option auf 106, das könnten wir eigentlich erstmal machen. Könnten den für 344 Eisen, dann trainieren, 5 Stunden 30 würde dauern. Das Ding ist, mein Eisenlager ist natürlich noch nicht so derbe ausgebaut. Das kann ich euch natürlich auch gleich mal zeigen. Vorher checken wir aber erstmal hier die Lage, drehen hier auf jeden Fall nochmal am Rad und schicken den Kollegen natürlich erstmal nochmal neu los. Das dauert nochmal kurz. Insgesamt eine Stunde 30. Dann können wir hier natürlich wieder mal was bekommen. Ein paar Rohbernsteine. Und zwar an der Zahl 125 Stück. Wir gehen erstmal hier auf Patrouille. Dann können wir natürlich, wie gesagt, gucken, was hier unsere Drachen gemacht haben, die bei Valka waren. Vorher sammeln wir aber erstmal noch unseren polierten Bernstein an, ein, beziehungsweise zwei Stücken. So, dann switchen wir gleich nochmal rüber hier zu den Kollegen, werden da natürlich gucken, was haben die uns mitgebracht. Schicken die auch gleich nochmal los, den für 12 Stunden, den anderen Kollegen für insgesamt 8 Stunden, wenn mich nicht alle täuscht. Jo, so sieht's aus. Der grüne Tod flattert nochmal los für 8 Stunden. Dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir auf jeden Fall unsere Titandrachen erstmal checken, beziehungsweise die, die im Titan-Training waren. Da fangen wir erstmal mit dem Kollegen an. Drehen hier erstmal am Rad und gucken, was hier so geht, wie ihr seht. Geht hier erstmal wieder ja nichts. Das heißt natürlich, jo, den könnten wir auf alle Fälle nochmal losschicken. 13 Stunden, 30 Minuten würde dauern. Da können wir aber erstmal gucken, ob wir eventuell doch noch einen anderen Drachen nehmen. Wir sammeln hier erstmal ein bisschen was ein, haben hier natürlich runentechnisch ein bisschen was einzusammeln. Wie gesagt, 50 Stücken, 75 Stücken Runen, das ist natürlich auch erstmal gut. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, drehen wir hier nochmal am Rad, gucken hier, was hier so geht. Hier haben wir den nächsten Titan auf 91 am Start, und zwar unseren Erdspalter. Das ist natürlich auch monstermäßig cool. Also wie gesagt, haben wir den nächsten am Start, können den natürlich pimpen, wenn wir wollten. 358 Mille Fisch haben wir. Das heißt, da hätten wir natürlich aufleveln können, aber ich will natürlich gucken, ob wir das eventuell wirklich an anderen Drachen an den Mann bringen. Da werden wir mal sehen. Gucken nochmal in der Akademie, da sind noch zwei Drachen im Training. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch zwei trainieren. Checken hier nochmal die Lage, drehen hier auch nochmal am Rad und gucken, was geht hier. Oh, hier haben wir wieder mal ein bisschen Pech. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier auf jeden Fall hier und heute irgendwie was geht. Aber gut, okay, manchmal hat man eben auch ein bisschen Pech. Von daher kann der Kollege erstmal nochmal los, und weitere Drachen auf Titan-Level haben wir ja nicht, beziehungsweise kurz davor. Von daher würde ich sagen, werden wir uns doch für den hier hinten entscheiden und den auf jeden Fall nochmal losschicken. Ich würde sagen, das machen wir gleich. 22,5 Mille kostet das. Damit können wir leben. Da haben wir immer noch ein bisschen was auf Tasche. Und können jetzt natürlich gucken, was unser Ohnezahn uns mitgebracht hat. Da würde ich sagen, switchen wir gleich mal rüber. Checken da erstmal die Lage. Hier ist er. Vorher können wir nochmal bei Johann vorbeischauen. Was hat der für uns? Jo, das holen wir uns.
vor 1400 Fisch. Das andere kann er natürlich erstmal behalten. So, wie gesagt, wir checken unseren ohne Zahn, gucken darin, was gibt es hier. Ene Mille ist natürlich nicht so pralle. Ich wollte eigentlich ein Drachenei haben, aber gut, okay. Ist halt nichts draus geworden. Dann könnten wir unseren ohne Zahn nochmal kurz ein bisschen füttern. 355, ich würde sagen, das werden wir erstmal machen. Werden dann gucken, was wir mit dem, wie gesagt, hier und heute noch veranstalten können. Checken hier die Lage. Hier haben wir natürlich den Würmerfrost am Start. Den könnten wir natürlich suchen, beziehungsweise könnten wir ein paar Sammlungen tätigen. Und zwar geht es aber erst los in 17 Stunden 10 Minuten. Von daher fällt das erstmal flach. Wir können erstmal gucken, was sammelt der überhaupt in 14 Minuten 41 Sekunden. Sammelt der 408 Eisen auf Maximallevel, das seht ihr hier oben natürlich immer. Und Fisch- und Holztechnisch sammelt er gleich in 14 Stunden 30 Minuten 6,52 Mille pro Stunde. Das ist natürlich cool. Hier habt ihr nochmal hier oben links das Dracheneier sehen. Sieht natürlich auch geil aus. Aber nichtsdestotrotz würde ich gucken, dass wir hier nochmal kurz die Sammlung checken. Hier fehlt mir natürlich noch ein bisschen was. Seht ihr selbst, also da ist natürlich noch ein bisschen was zu holen. So, dann haben wir hier die nächste Sammlung. Da fehlt mir natürlich auch noch ein bisschen was, um die brutale schnappende Falle hier zu bekommen. Was konnten wir hier bekommen? Den brüllenden Tod, okay. Aber gegenstandstechnisch fehlt da, wie gesagt, noch eine ganze Menge. Hier unten seht ihr, und auch hier die drei, die wir haben, haben wir extrem viel von. Aber die drei, die uns fehlen, da fehlen uns auch extrem viel von. Also wie gesagt, finde ich nicht so cool. Da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Dann haben wir hier noch eine Holzsammlung. Da können wir 75,6 Mille Holz bekommen. Könnten natürlich hier auch gegenstandstechnisch fast mithalten. Haben hier fast alles voll. Aber das Ding ist, die Gegenstände, die wir hier brauchen, die brauchen wir aber im anderen natürlich auch, wenn er mal hier guckt. Also von daher denke ich, werde ich mich natürlich nicht für die Holzsammlung entscheiden, das wäre Quatsch. So, dann haben wir den Urreißzahn hier auch noch am Start, da haben wir natürlich auch gegenstandstechnisch noch ein bisschen was zu holen. Das dauert natürlich auch noch eine ganze Weile, bis es soweit ist. Könnten hier natürlich bei den Drachen, die wir hier noch, wie gesagt, bekommen können, eigentlich auch mal reingucken, wie die überhaupt aussehen, was die überhaupt drauf haben. Hier haben wir unsere brutale schnappende Falle. Hier habe ich natürlich schon zwei in Besitz. Also wäre natürlich auch Quatsch, hier nochmal irgendwie Action zu machen. Ihr seht schon, in 2 Stunden 7 Minuten sammelt er 355 Eisen. In 13 Stunden 20 Minuten sammelt er 4,72 Mille Fisch pro Stunde und 2,45 Mille Holz pro Stunde. Das natürlich auch wieder auf Maximallevel. Aber wie gesagt, zwei Drachen davon haben wir schon am Start. Von daher ist das eigentlich nicht so sinnvoll für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist aber, ich kann doch eigentlich hier nur die nächste Sammlung bekommen, wenn ich die hier abgeschlossen habe. Oder wie seht ihr das? Ist glaube so, oder? Was sagt ihr dazu? So, dann können wir hier gleich nochmal gucken. Und zwar, ach nee, Holzsammlung hatten wir schon. Dann wollte ich hier bei dem, auf jeden Fall bei dem Urreißzahn nochmal die Lage checken. Der sammelt nämlich in 2 Stunden 7 Minuten 355 Eisen. Holz sammelt er ja nicht. Unter einen Tag 15 Stunden ist der on Tour auf Maximallevel und sammelt da 3,02 Mille Fisch pro Stunde. Das ist natürlich ohne geile Sache. Also gerade wenn man weiß, ja, man ist knapp anderthalb Tage nicht am Start, beziehungsweise fast zwei. So, was haben wir dann? Den exotischen greifenden Gründling. Da gucken wir auch nochmal rein. Der sammelt, wie ich sehe, relativ gut Fisch. 5 Stunden 35 Minuten ist er on Tour. 15,4 Mille pro Stunde. Holztechnisch ist ein bisschen anders. Da sammelt er zwar auch 5 Stunden 35 Minuten, aber sammelt nur 2,26 Mille pro Stunde. Ist natürlich nicht so pralle. Da habe ich natürlich dann doch ein paar andere Drachen, die dann doch ein bisschen cooler sind. Eisentechnisch kann er uns natürlich nicht weiterhelfen. Habt ihr auch gerade gesehen. So, dann haben wir hier noch den verteidigenden Rumpelhorn. Da brauchen wir natürlich auch gegenstandstechnisch noch ein bisschen was. Allein die Zahnräder, da fehlen uns noch insgesamt 500 Stück. Ist natürlich auch eine ganze Menge. Aber wie ihr seht, sammelt der natürlich auch überhaupt ne Pralle. Klar, ist lange unterwegs. Einen Tag 9 Stunden für 2,07 Mille Fisch und 2,07 Mille Holz pro Stunde. Also wie gesagt, dolle ist es nicht. Klar, die Zeit ist geil, aber mehr dann auch wirklich nicht. Also muss ich sagen. So, eisentechnisch kann er uns natürlich, wie ihr seht, auch nicht weiterhelfen. Von daher ist es natürlich auch nicht so mein Favoritendrache. So, dann haben wir hier noch eine Runensammlung. Klar, schön wert, wenn wir die bekommen. Aber hier sind auch Gegenstände bei, die wir natürlich
natürlich bei anderen Sammlungen auch brauchen. Von daher würde ich sagen, werden wir die Sammlung natürlich erstmal im Hintergrund lassen. Also wie gesagt, die Sammlung habt ihr gesehen. Ihr habt natürlich auch gesehen, was hier auf Berg so abging. Ich würde sagen, wir werden unseren ohne Zahn erstmal nochmal losschicken. Könnten dann hier waren wir gerade. Ich wollte eigentlich hier hin. Und zwar den Eisenkieker. Das ist natürlich der nächste exklusive Drache. Da würde ich sagen, den könnten wir natürlich suchen. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal auf Erkundung ohne Zahn und gehen dann auf den Eisenkieker. Also ich denke, das ist eine sinnvolle Sache. Haben hier natürlich auch den Panzerflügler mit am Start. Könnten den auch bekommen. Ich weiß nicht, was würdet ihr probieren? Ich denke, das ist die sinnvollere Variante, auf den Eisenkieker zu gehen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Dauert insgesamt 5 Stunden, 20 Minuten. Ihr seht schon, fischtechnisch und holztechnisch sammelt der 6 Stunden, 5 Minuten. Und sammelt natürlich pro Stunde 14,1 Mille Fisch und auch Holz. Also das ist natürlich geil. In einer Stunde 3 sammelt der 532 Eisen auf Maximallevel. Ich gehe aber nochmal auf den anderen, will den nämlich auch nochmal checken. Hier seht ihr, oh, 6 Stunden, 5 Minuten, 13,2 Mille Fisch und auch Holz pro Stunde. Alles klar. Und eine Stunde 19, 443 Eisen. Also da sind sie beide eigentlich ja nicht so verkehrt. Aber ich denke, der ist hier auf jeden Fall besser. Seht ihr natürlich hier von oh, hier dran schon. Also von daher würde ich sagen, suchen wir den erstmal. Drückt mir die Daumen. Ich drück's euch auf jeden Fall hoch. Das hier. Irgendwie was geht, wie ihr sagt. Wir müssen uns natürlich erstmal ein bisschen zurücklehnen. Müssen uns ein bisschen entspannen, bis wir wissen, wie es weiter geht. Aus dem Grund würde ich sagen, gucken wir natürlich erstmal, ob wir hier noch den ein oder anderen leveln können. Da hätte ich auf jeden Fall Bock. 6 Stunden 15 Minuten, das wäre eine Option. Dann könnten wir den natürlich auch erstmal leveln, könnten dann auch gucken, was der so zeittechnisch benötigt. Hier haben wir noch den greifenden Gründling, ich würde sagen, den leveln wir erstmal. Das reicht natürlich nicht, das ist natürlich mies, da fehlt uns ein bisschen was. Also seht ihr natürlich selbst, dass uns da doch ein bisschen Fisch fehlt. Von daher müssen wir uns jetzt doch einen anderen aussuchen. Und zwar würde ich sagen, werden wir den erstmal für 6 Stunden 15 Minuten nochmal losschicken. Jo, das machen wir. Und dann können wir, wie gesagt, gucken, was wir hier noch so am Start haben. 18 Stunden, 20 Minuten wäre natürlich auch eine Option. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall durchziehen. Oder haben wir hier vielleicht noch einen anderen 21 Stunden oder so? Aber ich denke, nö, haben wir nicht. Von daher schicken wir den auf jeden Fall auch nochmal auf die Reise. Dann haben wir das soweit erledigt. Unsere Drachen in der Akademie sind natürlich wieder voll ausgelastet. Also die Akademie ist ausgelastet, nicht die Drachen. Die natürlich auch mit ihrem Training. Aber wie gesagt, 4 Drachen sind drin. Bei Valka ist auch alles Paletti. Ansonsten haben wir eigentlich soweit alles erledigt. Ich würde sagen, wir checken nochmal kurz, ob wir hier ein Paket öffnen können. Jo, hier können wir so ja 2 öffnen. Dann werden wir das erstmal machen. Okay, okay, okay. Und wen haben wir hier? Hier haben wir nochmal insgesamt 3-mal den Knochenräuber, 3-mal den Skrill, 2-mal den Donnertrommler und dann wartet. Dann würde ich sagen, wir haben das erstmal freischalten, schließen das erstmal wieder und checken natürlich, ob wir hier eventuell auch noch ein Paket öffnen können. Jo, können wir. Und zwar ein Mysterium-Paket. Erstmal gibt es wieder mal 6 Odin-Münzen. Und dann 6-mal den rauchverschwindende Qualm, 5-mal den Funkenhüstle, 1-mal den Skrill. Und dann gibt es natürlich noch mal ein paar Ressourcen und ich sehe, ein Drache ist auch mit am Start und zwar der Glattstreicher, den haben wir leider schon, von daher ist das natürlich jetzt nicht so cool für uns. Ich hätte mir natürlich ein bisschen was anderes vorgestellt, wäre auf jeden Fall geiler gewesen, aber gut, okay, besser als ja nicht. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den erstmal mit, können den auch gleich freilassen. Ihr seht hier unten rechts natürlich immer, yo, den haben wir schon im Besitz, von daher, haus drin, Kumpel. Ich würde sagen, da sammeln wir uns die Ressourcen ein und sind für heute erstmal wieder soweit durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Also mir war es gefallen. Ich hoffe euch, wie ihr sagt, auch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.